Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, einfach von Let's Play Factorio. Ja, heute passieren wieder Dinge und Sachen. Ich schwöre, heute passieren Dinge und Sachen. Heute kümmern wir uns auch ein bisschen um Beton. Nachdem wir in der letzten Folge hier ein paar neue Alien-Artefakte erbeutet haben, in dem Fall war gerade noch 69 noch dabei. Ein paar hatten ja auch schon wieder abgeliefert gehabt, aber naja, also es ist auf jeden Fall relativ erfolgreich gewesen. Jedenfalls erfolgreich genug, meiner Meinung nach. Und ja, da haben wir hier dieses eine Dorf hier direkt zerlegt hier. Dieses Dorf, was hier mal war. Und hier war, glaube ich. Und hier noch ein Dorf. Haben wir auch nochmal zerlegt gehabt. Irgendwie. Auf jeden Fall haben wir einige Dörfer zerlegt. Das kann man sich ja auch nicht mehr alles so merken, ungefähr, was man da zerlegt, ne? Gut, jetzt gehen wir wieder zurück. Und gucken uns an, wie es mit Beton aussieht. Und liefern natürlich erstmal die ganzen Artefakte ab. Um weiter natürlich am Raketensilo forschen zu können. Denn Forschung ist das halbe Leben in Scrap Mechanic, würde ich schon sagen, in Factorio. In Scrap Mechanic gibt es ja keine Forschung. Gut. Zack. Auch unter den blauen Flaschen mangelt sich gerade. Dafür mangelt es an Batterien. Und dafür mangelt es gleich in Öl, wetten. Also das haben wir schon letzte Folge gesehen, dass daran eigentlich ein Öl mangelt. Deswegen ja, Öl halt. Aber wir haben ja schon mit tollen Produktivitätsmethoden eigentlich ausgeschaltet gehabt. Gut, aber ich guck mal, was passiert, wenn wir die Ölfelder, Minendinger da Geschwindigkeitsmodule reinpacken. Und ich glaube, das geht nämlich. Ob wir dann etwas schneller Öl kriegen, das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Wir haben bald nur keine davon, ne? Ja gut, dann nehmen wir halt aber die Zweier hier, ne, ist jetzt auch kein Beinbruch. Gut, hier sind zum Beispiel zwei Ölfelder, die noch mit 0,1 pro Sekunde laufen. Ich hätte da immer noch 0,1 pro Sekunde, aber es pulsiert doch irgendwie schneller. Und genauso packen wir jetzt mal in jedes Ölfeld mal ein bisschen was rein. Hier auch, das sieht dann doch schon sehr, sehr viel schneller aus. So, ich denke mal, es reicht ja mit der Geschwindigkeit, mit dem, was wir gerade haben, so. Oh, eine Tafel mit Beton. Dafür legen wir doch gleich nochmal ein bisschen Beton. So. Ich einfach mal weiter einfach hier durch. Also mal hier hoch. Jetzt mal hier ein bisschen größer hier einfach. Oh, dieser nice Sound, ne? Gut, jetzt habe ich ein bisschen halt hier über Linien drüber gemalt, aber ich meine, hey. Bäume, die auf Beton wachsen, sind immer ganz nice, ne? Alter, zu diesem Band hier laufen. Hui. 10 Kilometer schnell, 1000 Kilometer, sorry. Ich gerade die Hyperbel vergessen, also mein Code auf jeden Fall viel schneller durch die Gegend. Gut, wir wollten eigentlich Ölfelder auskleiden mit Geschwindigkeitsmodulen. Wir haben noch 18 Stück, das heißt, das ist ja einiges eigentlich.
Schnell hier hochrennen. So. Zack, 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 zack. So. Ach ja, gut. Dann haben wir hier noch ein Ölfeld. Das können wir auch noch kurz ein bisschen hier ausstaffieren mit Los-Geschwindigkeitsmodulos. Greifen die gerade an? Achso, die kommen von dort oben dann, oder wie? Ja, die kommen sich von dort oben hin dürfen. Naja. Die haben jetzt alle noch Module. Wo gibt es noch welche? Da, eigentlich direkt dort gibt es ja noch welche. Die haben ja nicht mehr so viel, deswegen, ne? Gut, Eisen ist gerade gestaut, fast. Aber nur noch so 5 Öfen, glaube ich, gerade waren es. Zack, 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 zack. Das liegt wahrscheinlich daran, weil gerade einfach partout an Batterien mangelt. Stimmt hier oben, komm hier rein. So. Zack, zack. Zack. Und zack. So, gucken, ob es jetzt schon so einen kleinen Geschwindigkeitsunterschied gibt. Alter, wie könnte ich schaffen, oben da was kaputt zu machen, ne? Naja. Also der läuft auf jeden Fall schon mal durchgängig. Der nicht. Aber der läuft schon mal recht durchgängig, das ist schon mal toll. Wird sogar mal die Festbrennstoffe produziert. Naja. So. Leiche und sowas, war immer noch nicht so wirklich viel da. Aber trotzdem hier schon mehr Petroleum war da, habe ich das Gefühl. Zunächst, dass das hier irgendwie immer nicht so priorisiert ist, einfach. So. Aber der kriegt einfach nicht so viel ab wie der hier. Ist immer so ein bisschen. Ich sag mal, der an beiden Ports angeschlossen ist oder sowas. Warum kannst du dich einfach fair aufteilen? Ist doch scheiße. Na gut, Plastik brauchen wir beide auch, deswegen, naja. Ah, oh, das ist jetzt wieder blöd, es ist einfach viel zu wenig Öl trotzdem da. Ja, ich muss wahrscheinlich den sauren Apfel beißen jetzt hier mal. Wo war das Ölfeld? Da war das Ölfeld. Dieses fette Ölfeld mal einzupacken und mitzunehmen, einfach komplett. Habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Lust drauf, aber muss jetzt wahrscheinlich sein, einfach. We have don't Kupfer. So, haben wir das Kupfer. Der wollen noch Stahlträger und alles. Hier ein paar Stahlträger. Ein paar Eisenträger. Da mache ich dann mal 10 Stück. Ich weiß nicht, wie ich brauche, aber einige bestimmt. Ich schnell die mal verlangen, weil wir noch auf Fließband noch dabei läuft, dann. Ist das Ganze ganz schön krass. So, jetzt bis noch 10.000 Mauern machen, danke.
Und noch ein Tor. Prima. Dann rennen wir mal in die Richtung Ölfeld. Und schnell besser habe ich schon mal hier diese Strommast noch auf. Gut, da oben ist das Ölfeld. So. Gut, jetzt brauche ich noch ein paar Mauern. Die brauchen aber noch ein bisschen. Kann ich ein bisschen noch roden, vielleicht von Hand gleich. So. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ölfelder. Das sage ich jetzt nochmal 4 und auftragen, ja. 1, 2, 3, 4. Ist nochmal weg und fordere nochmal 5 an. Schon mal ein bisschen Mauer nachgecraftet werden gleich. So. Muss halt immer ein perfektes Rechteck bauen, ne? So. Immerhin sollten wir dann erstmal keine Ölprobleme mehr haben. Und deswegen, ne? So weit weg war es jetzt auch wieder nicht. Wieder ein paar Lampen hinterher. So, gleich haben wir es auch schon dicht gemacht. Kommt gerade viel, viel weniger Mauern als das, was da gerade gemacht wird. Und wir brauchen ganz sicher noch einen Turm, um am Ende wieder rauszukommen aus der ganzen Geschichte. So, jetzt kommt erstmal Verteidigung. Das heißt, hier packe ich das mal ein in die Decke. Hier oben allerdings ein paar mehr auf die Seite, weil ich glaube, dass hier wahrscheinlich von dort angegriffen wird dann. Das ist das einzige Dorf, was ich mir gerade so vorstellen kann, das hier angreifen würde wahrscheinlich. Aber safe ist safe. Deswegen benutze auch immer ein Kondom, liebe Kinder. Entschuldigung. Tut mir leid. So. Perfekt. Hohe Förderpumpen kommen jetzt auch schon ein paar, die ersten. So. Rohre. Ich habe halt gerade eine unterirdische Rohre, ne? Okay. So, nochmal hier einer. Ist wirklich lustig, wenn die alle zusammenzuschließen irgendwie, aber immerhin, naja. Hier schon 0,9, 1,7, sogar erwartet 2,1, Alter. Aber es ist natürlich auch erstmal vorerst nur ist, und dann müssen wir gucken, dass die Tanks wieder erstmal voll werden, dann können wir den auch ein bisschen verzehren wieder. Ja, aber ich denke, wir werden danach erstmal keine größeren Ölprobleme mehr haben. Weil, wie viele haben wir jetzt, wie viele Rohöldinger haben wir jetzt? Wir haben jetzt aktuell 17, und das sind nochmal 9 mehr, also das ist quasi mehr als 50% mehr dann sozusagen. Oh, wieder gerade angegriffen, schön. Ach ja. Hier können wir theoretisch auch noch einen Radarturm hinbauen. Können sogar noch einen craften hier. Das ist doch schön. Wenn man einfach so viel Zeug dabei dann direkt alles machen kann, was man will, dann ist doch.
Ah, da muss ich jetzt gerade vor Müdigkeit etwas strecken. Also nicht, weil ich jetzt müde bin, sondern einfach. Weil es gerade so vormittags ist, noch so chillig und so. Gut, jetzt hat schon die letzten Pumpen noch gemacht und dann war es auch schon langsam, ne? 1, 2, 3, 4, 5, das passt. Gut, leider will ich gerade keine angreifen, um hier so zu testen, wie es hier aussieht, weil die brauchen noch ein bisschen, bis die da sind. Alter, da unten ist so ein Hotspot hier so ein bisschen, aber hier oben ist einfach mega krass. Ich glaube sogar schon die maximale Smogstufe hier ist dieses dunkelrot, also dieses rot. Wenn es ganz noch da drüben hinkommt, dann Halleluja. Naja, wir können jetzt hier schon mal ein bisschen Turm noch anschließen. Noch drei. So, mal kurz ein bisschen aufgeräumt in die Hotbar. Die letzten zwei, komm schon. Gut. Ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren dort. Da muss ich wahrscheinlich mal drehen dann. So. Ja, genau, muss ich einmal drehen. Dann das Tor hier und abbrechen, weil ich habe noch ein Tor. Jetzt kriegen die noch Strom und dann wird es noch alles angeschlossen. Ich sage jetzt mal, hier unten ist denn das Rohr, wo es dann rausgeht. Gut, das heißt, ich schließe jetzt hier schon mal überall an. Hier sind noch relativ einfach die hier oben. So. Okay, dann ist das hier noch. Oh ja, das ist schon. Das ist gut, uns sind eigentlich schon alle, das ist noch nicht. Halt. Das ist immer nur so. Dann auch hier oben. Kommt auch dahin. Das kommt auch dahin. So. Zack. Perfekt. Also bewegen sich auch gerade, haben sich gerade bewegt, das heißt, sie sollten alle eigentlich angeschlossen sein. Alright, dann, jetzt hier nach unten erstmal. Es gehören dann unten dann direkt die Ölquellen, wo ich die auch noch dran anschließen kann. Also das sollte auch nicht das riesige Problem sein. Gott, scheiß Stein. Kommt unser ganz nicht perfekt eigentlich raus, wo ich eigentlich rauskommen wollte. Krasse Kohlemine ist hier auf jeden Fall. Könnte man drüber nachdenken, es auch nicht auszubeuten. Mein Bruder putzt gerade Zähne und stirbt dabei halb. Das ist normal, keine Sorge. Ich weiß nicht, was er gerade überhaupt gehört hat, aber vielleicht. Und es ist angeschlossen.
Gut. Dann mal gucken, ne? Sehe hier Brennstoff aus, da ist auch noch ein bisschen Holz da. So, dann packe ich wieder in die Kiste rein. Und ich kann hier immer noch ein paar Geschwindigkeitsmittel reinlegen. Alter, ist aber schon ganz schön viel weg. Wir sind schon über 5000 hier weg. Was hier denn? Wir sind insgesamt über 10.000 schon. Gut. So, mal nachschauen, wie es jetzt hier aussieht mit dem Öl. Also das füllt sich schon auf jeden Fall, was sehr nice ist. Petroleum füllt sich nicht so wirklich auf. Schwell auch nicht so leicht, oder ich auch nicht, also es ist... Brauche ich einfach noch einen Moment. So, dass hier aber nicht so schnell abgeschaufelt wird dann. Sich das hoffentlich mal aufstaut. Immerhin hier grüne Chips, die sind komplett zurückgestaut. Wie viel Eisen der gerade verbraucht insgesamt? Kaum was eigentlich. Wenn es sich mir so anschaut. Naja, gut, das wird sich schon langsam auf. Die Beine produzieren jetzt eigentlich auch schon durchgängig. Also die Tanks irgendwie werden auch langsam voll. Deckt aber trotzdem noch kein Petroleum ab. Das ist irgendwie immer so ein bisschen okay. Naja. Petroleum, Petroleum, naja. Gefühl sich hierfür nur zurückstauen muss, wenn dann alles läuft. Aber so wie es aussieht, staut sich das nicht so schnell zurück. Gut, also bis hier oben hin, in diese Tunnel, staut sich schon mal. Aber es ist noch ein weiter Weg zum Zurückstauen so. Grün staut sich auch schon überlang, also es staut sich schon sehr, sehr viel eigentlich. Es fehlen einfach nur die Batterien, sonst nichts. So, hier staut sich auch zurück wenigstens. Also wenn es hier komplett zurückstaut, dann geht mir hier runter und schultert auch noch schnell zurück. Also es ist. Ja, genau. Ich helfe ihm jetzt auch einfach mal ein bisschen und lege ihm mal hier ein bisschen besseren Output rein. So. Dann hat er bis zu kämpfen, bis zu was machen und dann. Läuft vielleicht auch ziemlich schnell eigentlich. Gut, dann werden ja noch schon ziemlich schnell Batterien produziert werden.
Dann hier magst du dich auch gerade Batterien, das drehe ich ja mal ab. Gut. Hier staut sich die Route sich auch schon langsam wieder zurück. Mehr, mal weiter, mal weiter. So, ich gebe dir unten auch mal ein bisschen was zu produzieren, so. Hat ja auch noch niemandem geschadet. So. Das staut sich hier bald. Kommen wir zurück. Das Gefühl ist einfach, die Verarbeitung zu langsam ist. Ich habe auch dezent keine Lust, hier jetzt noch so eine fette Ölraffinerie hinzustellen. Vielleicht ist es auch wieder klug, den wieder Geschwindigkeitsmodule reinzupacken, aber ich glaube, Produktivitätsmodule sind doch etwas besser dann. Ist auch dann längerfristig, ich habe mehr davon, glaube ich. Und hier ist einfach nur, weil halt eben dauerhaft zu wenig da waren, deswegen muss es sich hier zurückstauen. Und dann läuft es auch wieder, wenn es zurückstaut, ich calle es, dann läuft es wieder. Schielt euch doch mal da oben. So, es hat sich auch gleich durch die Schule durchgestanden, ist gleich hier vorne schon. Ich gebe da mal so ein bisschen was extra rein. So, jetzt staut sich hier schon sehr, sehr weit zurück. Jetzt sehe ich mir der Kohle aus, stimmt, da war ja so ein bisschen Kohle wird hinten da irgendwo, aber das sieht immer noch ganz gut aus. Den ersten Blick. So, jetzt geht gleich alles hier durch. So wirklich hat alles. Das Gute ist auch, der kann ja schon mal durchgängig eigentlich produzieren fast. So, leicht, oder? Gerade schon ein bisschen Schweröl aufgespalten. Nee, eigentlich nicht so. Gut, der schickt ja schon fast alles rüber. Sieht vielleicht schon danach so aus hier. Gut, das war natürlich jetzt die Rot zurückgestaut. Die Roten, die haben sich jetzt schon mal entstaut, habe ich so schon das Gefühl. Wo werden die Roten eigentlich auch gebraucht? Hier werden die Roten hauptsächlich gebraucht, glaube ich. Und es ist halt hier, ne? Gut, die fehlen jetzt gerade an blauen Chips. Aber so eine Sache, wo wir auch wieder eine rote gebraucht werden. Ich packe jetzt mal blaue Chips in hier einfach mal drauf. Und ich habe ja auch gerade einige, ne? Gut, ich kann eigentlich einmal 100 zu geben. Oder 50. Und die produzieren die eigentlich auch relativ durchgängig. Die sind gleich sogar schon voll. Die hier oben, die sind gleich auch schon alle fertig, soweit. Den hier unten, den fehlt. Das sind Alien-Artefakten. Und den hier oben fehlt es theoretisch auch an blauen. Ja gut, das kann aber ziemlich einfach hier fixen, ne? Jetzt wissen sie noch nicht mehr in blauen, das heißt, dann staut sich dann alles mal schön zurück eigentlich. Und dann werden ja auch keine roten gebraucht, groß, ne, wenn es sich zurückstaut. Ich will es hätte ich wenigstens schon mal voll staut, so, ne, wenn dann. Wenn schon, denn schon. Gut, hier halt für die blauen, ne. Fehlt auch gerade an Schwefelsäure.
fliegt einfach ordentlich. Es fehlt auch gerade tatsächlich wieder an Kupfer. Es wird irgendwie noch nicht wirklich genug Kupfer produziert, habe ich so das Gefühl immer gerade. Was geht jetzt oben eigentlich ab? Naja. Dann möchte er den krassen Trick hier einfach und setzt hier nur so langsam hin. Das heißt, dann füllt sich das dann gleich auf, ist schon mal schön, und dann wird gleichzeitig gleich hier drüben produziert, direkt. So. Jetzt haben wir eine Radikallösung. Und ich denke mal, wir sehen in der nächsten Folge, ob diese Radikallösung so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Bis dahin, macht's gut, stay tuned. Euer Lukas.